Ich bin Ketevan Sepashvili, komme aus Georgien, bin ich aber schon sehr lange in Österreich zu Hause. Ich habe meine Ausbildung in Georgien gemacht mit der wunderbaren Lehrerinnen und Professoren. Und dann meine Ausbildung habe ich dann in der Schweiz weiter komplettiert mit dem Hans-Jürg Strupp. Und dann bin ich nach Wien gekommen. Ich kannte persönlich Herr Gabunia gut. Als ich im Konservatorium studiert habe in Tiflis, er war Direktor von der Hochschule. Und er war ein wunderbarer Musiker, großartiger Mann und traumhafter Komponist und sehr guter Pianist. Und da habe ich gedacht, ja, das mache ich jetzt. Die sind wunderbare Stücke von Marsch bis zum Klatschtanten, heißen die auch, also Walzer. Und sehr inspirierend und viele Klangfarben und viele Paletten. Da ich Chopin auch sehr viel gespielt habe bis dahin, habe ich gedacht, wieso nicht, dass ich greife mal an die berühmte 24 Prelude, die unglaubliche Vielfalt hat und wahnsinnig viele Möglichkeiten, um es zu interpretieren. Es gibt, glaube ich, nicht richtig oder falsch, es gibt einfach was man weiß und wie man sich fühlt und wie man gerade in diesem Moment fühlt. Es ist sehr, sehr, sehr persönlich, dieses Werk und vor allem, wenn man den Ganzen spielt und auch Zusammenhang zwischen, zeitlicher Zusammenhang von einem zu anderen ist einfach sehr besonders.